Leute, und willkommen zurück zu Let's Play Tales of Phantasia, Part Nummer 6. Ja, es ist mittlerweile schon Part Nummer 6. Es geht irgendwie richtig fix hier. Boah, das macht mir ein bisschen Angst. Naja, ganz bisschen aber nur. Ja, wie man nun schwer erkennen kann, wir sind immer noch in diesen blöden Katakomben. Wenn das überhaupt noch die Katakomben sind. Also langsam bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob ich mich überhaupt noch dort befinde. Und ja, ich würde sagen, wir müssen diesen Ort einfach weiter erkunden und gucken, was sich ergibt. Und hier ist ein großes Symbol auf dem Boden. Was hat es damit auf sich? Ich berühre es einfach mal. Oh cool, es hat uns teleportiert, aber der Ort hier gefällt mir noch weniger als der davor. Irgendwie. Überall Lava. Oder kann man nicht, oder kann man eine Treppe runterlaufen? Soll mir das jetzt... Oh, was ist los? Okay. Also ich glaube, man wollte mir gerade damit mitteilen, dass dieser Boden gefährlich für mich ist, dass ich ihn nicht berühren darf. Toll, dann muss ich einen anderen Weg finden. Und das sind... Plattformen, die ich benutzen kann. Voll mit Pause, auch gut. Hey, das ist ein Hebel. Drücken. Betätigen. Das ist ein Hebel. Betätigen? Ja. Weil Hebel bewirken immer irgendetwas. Und ich bin schon gespannt, was das ist. Und da ist ein kleiner Vorsprung entstanden. Ich hoffe, das bringt mir irgendwas. Weil ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe, dann kann ich jetzt dort hinten diese Plattform benutzen. Mal gucken wir erstmal hier. Küssen. Hasenfoto. Und Milch. Ja, toll. Kann ich mit diesen Items etwas anfangen? Ja, mit der Milch vielleicht, aber... Mit der Hasenpfote? Ich weiß nicht. Oh, hier gibt es ja auch Mobs. Cool. Naja, nicht cool. Schon wieder diese hässlichen Ghule. Nein! Ich will nicht schon wieder von denen angespuckt werden. Nein. Hört auf mich anzuspucken. Geh nach Hause. Dämonfang. Oh, diese Synchron, ey. Die ist echt so motiviert. Das geht gar nicht. Dann mach ich den da hinten kaputt. Ja! Hast du toll gemacht. Mann, die sind voll hartnäckig. Attacke! Nimm das! Ha, wir haben es ihm voll gegeben. Juhu! Wo ist die Plattform? Komm zurück! Wo ist die Plattform? So, schauen wir mal. Was passiert? Verdammt! Ich glaube, wir haben etwas verloren. Ich habe den Rubin des Einlasses gefallen gelassen. Bist du jetzt verkackeiern? Wieder das verloren. Was ist eine Tür? Sie bewegt sich nicht. Es scheint, als ob eine seltsame Kraft sie geschlossen hält. Hups. Nun ist es passiert. Er ist auf die Ebene weiter unten gefallen. Toll, hast du super gemacht, Chris. Du bist voll das Talent. Oh. Boah, der Junge stresst mich manchmal so ein bisschen. Aber ganz bisschen, aber nur. Kämpfe! Wir müssen wieder aufsteigen hier. Jo. Wehe dir! Magst du es einmal mich anzuspucken? Ah, du bist der Beste. Du bist cool, ja. So. Was ist das? Hä? Was ist das? Was das wohl ist? Was ist das? Wir schweben! Wow! Chester sagt nichts dazu.
Warum können wir schweben? Oh, wie ist das cool? Wir können sogar schnell schweben. Nun können wir nämlich unseren Stein hier wieder einsammeln. Hab ich das ein? Lass es zurückgehalten. Schön. Ah! Und ich werde schon wieder angegriffen. Ich wette. Ah, jetzt können wir bestimmt auch diese Tür öffnen. Aua, das hat wehgetan. Boah, dieser Vogel, der macht mich ganz kirre. Das solltest du, dein First Aid, das solltest du ruhig mal öfters einsetzen. Weißt du das eigentlich, Mint? Da haut mich voll weg, ey. Hühnchenfleisch! Hey, ich hab Hühnchenfleisch gekriegt. Toll! Lavendel erhalten. Wofür ist das Lavendel gut? Oh nein, aua, aua, ich tu mir weh, au. Blöde Plattform, ey. Hey, komm zurück! Nimm mich mit! Jiha! Oh ja, jetzt können wir doch durch die Tür. Kann ich irgendwie sichern? ich hab wirklich noch nicht gespeichert. Das gibt's doch gar nicht. Beim letzten Speicherpunkt habe ich. Ich dachte, okay. Ich habe gedacht, der speichert das automatisch, wenn. Okay. Gut zu wissen. Juhu. Oh, ich weiß nicht, irgendwie habe ich das wohl verpeilt. Ich habe gedacht, der speichert das so automatisch, wenn ich da einfach nur so rüberlaufe. Weil manchmal gibt es das ja, aber gut, ich weiß jetzt für später, dass ich speichern kann. Das ist super. Jetzt speichere ich einfach nochmal. Weil ich bin so jemand, ich speichere irgendwie mal öfters. Das ist irgendwie vorsichtshalber. So. Das muss ich mir merken fürs nächste Mal. Ich dachte, ich habe so klar. Boah, ich habe richtig Glück gehabt. Ich sollte auch wirklich mal im Spiel an sich speichern. Ja, das ist. Wie schön habe ich ja beim letzten Mal richtig Glück gehabt, dass ich nicht irgendwie gestorben bin oder sowas. Ich habe nämlich gar nicht richtig gespeichert. Mir ist es nicht mal aufgefallen, egal. Wir können durch die Tür gehen. Statuen? Statuen! Hallo, ist hier irgendjemand? Oh, da ist noch eine Tür und wir werden voll umzingelt. Oh mein Gott. Zwei Golems auf einmal. Warum so viele? Ich muss erstmal einen Apfelgel einsetzen. Leute, helft mir. Aua, der hat mich voll geboxert. Oh Mint, wenn du schon fest... Oh Gott, nein, da kommt ja noch einer von der Seite. Oh Gott, schaffen wir die überhaupt? Ich hoffe, wir schaffen die. Oh nein, Mint geht es schlecht. Wir müssen etwas tun. Mint, nimm dieses Apfelgel. Sie ist gestorben. Du sollst doch nicht sterben, Mensch. Wir brauchen dich. Oh, gut, dass ich das Wasser des Lebens habe. Setz uns doch ein, Mann. Nein. Ey, die Blöde will mich veräppeln hier, Mann. Will die mich veräppeln oder was? Alter, die machen uns hier voll zur Sau. Wie, du bist schon wieder tot? Willst du mich ver... Boah, Alter, nein. Was ist jetzt los? Nein, ich bin auch tot. Toll, super. Die haben uns voll geohnt, die Viecher, ey.
Niemand hat sie jemals wieder gesehen. Game over. Oh, ich habe halt zum Glück gespeichert. Ey, wie bescheuert ist das denn? Das ist voll ungerecht mit zwei Golems. Schaffe ich die überhaupt? So, wir müssen das jetzt mit dem. Wir müssen das jetzt einfach nochmal versuchen. Ich habe ja zum Glück meine Items jetzt wieder. Also erstmal müssen wir mal gucken, ob wir. Ob wir nicht vielleicht ein. Irgendwie. Oh oh, der andere kommt. Der andere kommt näher. Aber man kann auch überhaupt nicht sehen, was der hier für eine Anzeige hat, der Blödmann. Oh Mann, ey, ihr seid echt super. Ich hab den anderen fertig gekriegt. Cool. Gib Mint ein Apfelgel. Sie braucht das. So, Leute, helft mir. Ah, dieses Mädel, Mann. Nur weil die sich nicht vernünftig verteidigen kann hier. Warum hat er das ab... Hölle. Gib Mint doch das Apfelgel, Mann. Hast du das jetzt Chester gegeben, oder was? Los, Leute, draufhauen! Den anderen haben wir auch schon fertig gekriegt, also schaffen wir den ja auch. Haha, wir haben es geschafft. Wir haben zwei Golems zur Strecke gehauen. Gut, haben einen heilige Sicherheiten. Steigen wir jetzt auf? Yay, wird doch Zeit, dass wir mal wieder aufsteigen hier. Cool. Wir haben die Golems besiegt. Ich gehe am besten nochmal gleich speichern. Wichtig, wichtig. Weil ich habe so das dumpfe Gefühl, gibt es nicht so viele Speicherplätze in diesem Spiel. Speicher. Speicherorte. Das heißt, ich kann jetzt durch die andere Tür gehen. Und yay. Was? Dein übles Vorhaben findet hier sein Ende. Mars Udol. Was? Udole. Udole. Was auch immer. Willst du die Vorstellung genießen? Deine Freunde sind ebenfalls gekommen. Warum seid ihr hier? Nach allem, was ich euch erklärt habe. Du hast so echt so viel erklärt. Das ist schlecht. Hahaha, ihr Narren. Oh oh, was passiert da? Okay. Was geht hier vor? Der König der alten Zeit wird von dem Bann befreit, der ihn einkerkert. Das kann nicht dein Ernst sein. Ich möchte, dass ihr mir zuhört, bevor ihr dem Tod begegnet. Der Krieg von Valhalla. Vor einigen hundert Jahren wütete ein Krieg. Ihr habt mit Sicherheit schon davon gehört. Ein einzelner König zeigte einer Allianz der beiden größten Nationen dieser Zeit seine überragende Macht. Sein Name war Daos. Und dennoch wurde er von einer gewissen mächtigen Gruppe besiegt. Einer meiner Vorfahren gehörte zu dieser Gruppe. Ich verstehe das nicht. Dies hier ist Mars Udole. Er ist der Anführer einer Gruppe, die Daos befreien will. Und du, Mint, und ich, wir sind die Nachfahren jener, die vor langer Zeit gegen Daos gekämpft haben. Okay. Ich? Ich auch? Es ist die Wahrheit. Wir haben seinetwegen unsere Familien verloren. Ihr beide und ich. Dieses Scheusal. Mars Udole! Er ist schuld. Und wenn ich das wäre? Achso, und wenn ich das wäre? Ich weiß, ihr habt versucht, uns zu warnen, Morrison, aber... Es ist zu spät. Chester und ich, wir werden... Und was ist mit Mintz?
Du wirst für das bezahlen, was du meiner Schwester und den anderen angetan hast. Oh mein Gott. Da passiert etwas Böses. Oh Gott. Ich nehme mal stark an, das ist Daos. Oh. Oh. Daos, König der alten Zeit, ist frei. Oh, mächtiger Daos, König der alten Zeit, höre meinen Befehl. Ich bin Mars, Mars Udole. Na, hast du nicht begriffen, dass es das Schicksal ist, welches dich befehligt? Hm? Wovon redest du? Ich hab den Bann gebrochen, der dich fesselte. Ich bin dein Meister. Ich werde die töten, die mich einkerkerten. Der Schlüssel, der mich befreite. Ich habe dir befohlen, ihn zu stehlen. Darf ich dich daran erinnern? Du erinnerst dich doch daran, was vor 3 Monaten geschah, als du mich aufgesucht hast. Okay. Wie kannst du es fragen? Oh oh. Achtung! Da! Was zum? Ich habe für dich keine Verwendung mehr. Nein! Nein! Wow, er wurde eiskalt pulverisiert. Närrischer Sterblicher, handelt allein. Ohne Kenntnis des erhabenen Schicksals, das mich erwartet. Und was die Nachfahren jener angeht, die mich eingekerkert haben. Ihr! Oh oh. Spürt meinen Zorn! Mit normalen Waffen ist er nicht zu töten. Ich werde meine göttliche Macht einsetzen, um euch an einen anderen Ort zu schicken. Dort müsst ihr lernen, wie er zu besiegen ist. Es gibt keinen anderen Weg. Ich verstehe das alles nicht. Nimm dieses Buch. Ein Buch? Was soll ich jetzt für ein Buch? Mach dort weiter, wo eure Eltern aufgehört haben. Sterbt! Wir haben keine Zeit! Chester! Chester, nein! Chester, halte durch! Toll! Jetzt hat er uns bei... Ach, du Schande! Wo hast du sie hingeschickt? Antworte mir! Glaubst du wirklich, das würde ich dir sagen? Du kannst mich nicht zum Narren halten. Das war der Blitz einer Zeitreise. Ich weiß nicht, in welche Zeit du sie geschickt hast. Aber ich weiß, dass du unerfahren bist, wenn du selbst nicht in der Lage bist, durch die Zeit zu reisen. Dein Leben findet hier sein Ende. Oh mein Gott. Das ist überhaupt nicht gut. Was passiert hier? Oh, super. Wir liegen jetzt irgendwo in der Gegend rum. Chester! Er ist nicht hier. Wo sind wir hier? Mint! Mint! Hm? Chris, wo sind wir? Das weiß ich auch nicht. Was ist das für ein Ort? Ein ziemlich trostloser Ort, wenn ich mich frage. Hier ist es wunderschön. Wunderschön?
Wo ist Chester? Und Morrison? Sie müssen... Nein, sie sind bestimmt in Ordnung. Wir werden unser Bestes geben. Ja, Chris? Komm, Kopf hoch. Tut mir leid. Ich weiß, wir haben keine Zeit, um niedergeschlagen zu sein. Das meinte ich damit nicht. Hey, ich weiß, was wir machen. Das Buch, das Morrison uns gegeben hat. Buch? Chris holt das Buch heraus und fängt an zu lesen. Das Buch handelt von König Daos. Vor langer Zeit gab es zu einem Kampf zwischen Daos und einer bestimmten Gruppe. Kam es. Ach, ich kann nicht mehr lesen. Das gibt's doch gar nicht. Im letzten Augenblick der Schlacht flüchtete Daos in eine neue Zeit. In dieser Zeit haben Morrisons und Chris' Eltern, dann Mins Mutter, Daos wurde... Ich kann nicht mehr lesen. Auch komisch. Daos wurde gefangen genommen. Eines der Medaillons, das Daos Macht halbierte, war jenes Medaillon, das Chris von seinen Eltern erhielt. Das bedeutet... Das nächste, was wir tun werden, ist, einen Weg zu finden, Daos zu besiegen. Aber zunächst sollten wir uns nach einem Dorf oder so umsehen. Richtig. Was ist das? Hey, das ist Chesters Bogen. Chester! Chris! Chris. Sie sind bestimmt in Ordnung. Mist! Tja. Und das Dorf ist auch gar nicht weit weg. Belladim. Belladim? Netter, ja, nein, geh doch nicht wieder zurück. Ja, nein, ich würde sagen, ich mach hier ein kleines Päuschen und wir sehen uns dann im nächsten Part in diesem Dörfchen um. Also Leute, bis dann!